Prinzessin, die Ernährung funktioniert eigentlich super, aber ich habe so eine Lust auf Schokolade. Immer, immer zwischendurch. Ich habe immer diesen Janker. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Okay, ich verstehe. Ich kann dir zwei schnelle Tipps geben und dann kann ich dir sagen, was es wirklich auf sich hat und wie du einfach selber keine Lust mehr hast auf Süßigkeiten. Okay, interessant. Ja, erzähl mal. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Kulturchefchen. Jetzt gebe ich dir erstmal einen Schnelltipp, wie man weniger Heißhunger auf Süßigkeiten hat. Es ist ganz easy. Erstmal das. Wir müssen gucken, dass der Insulinspiegel möglichst flach ist. Weil wenn wir viele Kohlenhydrate essen, schütten wir viel Insulin aus. Danach geht der Insulinpeak runter im Keller. Wenn der Insulinspiegel ganz unten im Keller ist, dann haben wir Heißhungerattacken. Dann hat das Gehirn keine Lust mehr, irgendwie sich ein Steak zu brutzeln, sondern dann will er Zucker, 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 Zucker. Deswegen haben wir dann Heißhungerattacken. Wir müssen schnell Zucker essen, damit der Insulinspiegel direkt wieder hochschießt. Und wir haben den ganzen Tag, sind wir praktisch Sklave unseres Hormonhaushalts. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, wenn man Heißhungerattacken vermeiden will, einmal den ganzen Tag über zu essen, wie zum Beispiel Gemüse. Dann hat man den Bauch voll, aber hat kaum Insulinausschüttung. Und natürlich proteinreiche Sachen, weil die halten einen möglichst lang satt. Also Proteine und Fette halten einen sehr viel länger satt als Kohlenhydrate. Deswegen, dann ist der Insulinspiegel flach, dann sinkt er nicht so im Keller und dann hat man weniger Heißhungerattacken. Aber das wird euch nur bedingt helfen, weil das Gehirn dazwischen ist. Ganz einfach, das Gehirn ist dazwischen. Das Gehirn kontrolliert unseren Körper. Und wenn wir nicht wissen, was das Gehirn macht und warum das Gehirn das macht, dann werden wir, obwohl wir darauf achten, keinen Erfolg haben oder weniger Erfolg haben. Was macht das Gehirn und warum gibt es die Gemeinsamkeit zwischen Drogen, Rauchen, Süßigkeiten und Alkohol? Warum? Warum? Und warum? Ganz einfach. Das Gehirn will immer, das Gehirn ist ziemlich ätzend. Unser Gehirn ist ätzend. Unser Gehirn will nämlich einmal immer schnelle Energie, wie zum Beispiel Zucker. Und das Gehirn will immer Befriedigung für den Moment. Das Gehirn will Befriedigung für den Moment. Das ist beim Alkohol, ist es, dass man irgendwie angeduselt ist und gut drauf ist und diese ganzen Geschichten. Ja, das Gehirn beachtet natürlich nicht, dass in 10 oder in 20 Jahren die Leber einfach in die Binsen geht. Beim Drogenkonsum ist es so, der Junkie will den schnellen Kick. Also es ist so, dass man dann in dem Moment Befriedigung hat, aber hinterher, wie schlecht es einem geht, das wird immer länger. Und das beachtet das Gehirn natürlich nicht, weil das Gehirn will schnell Zufriedenheit haben. Genau das gleiche mit dem Rauchen. Ich bin gestresst, ich bin gestresst. Okay? Und das ist mit Süßigkeiten genauso. Also er sieht Süßigkeiten, er denkt, oh, das ist lecker. Und denkt nur an den Moment, wo es schön schmeckt und lecker ist und so. Aber dass man beim Rauchen zum Beispiel die Lunge sich kaputt raucht, dass man Lungenkrebs kriegt und stirbt, das beachtet das Gehirn nicht. Dass man, wenn man den ganzen Tag über Süßigkeiten isst, dass man halt 40 Kilo Übergewicht kriegt und dann Herzinfarkt, Schlaganfall, das beachtet das Gehirn nicht. Das Gehirn will jetzt was Schönes haben. Jetzt. Wie ein kleines Kind. So arbeitet das Gehirn. Das ist so. Und das muss man erkennen. Man darf nicht die kurze Zufriedenheit mit Glücksgefühlen verlinken. Also diese Verlinkung im Gehirn ist ganz entscheidend. Zum Beispiel viele Menschen, die nicht regelmäßig zum Sport gehen, die verlinken nur, ah, beim Sport, das ist anstrengend, das habe ich keine Lust drauf. Die verlinken Sport mit Anstrengung. Und das ist natürlich eine ätzende Verlinkung. Oder die verlinken Süßigkeiten mit, schmeckt lecker. Aber wenn wir wirklich im Gehirn verlinken würden, Sport mit Fitness, mit wie das Gefühl nach dem Sport ist. Und jeder kennt das. Nach dem Sport fühle ich mich, oh geil, ich habe Sport gemacht. Wenn ich das in meinem Gehirn verlinke mit dem Gefühl, dann gehe ich auch regelmäßig zum Sport. Und wir müssen versuchen zu verlinken, dass Süßigkeiten, Drogen, Rauchen, das ist alles das Gleiche. Dass das uns langfristig krank macht. Wir wollen keinen Lungenkrebs haben. Wir wollen nicht an Drogen irgendwie komplett kaputt gehen. Wir wollen nicht eine kaputte Leber haben. Und wir wollen auch nicht 40 Kilo Übergewicht haben. Wir müssen das verstehen und wir müssen das verlinken damit. Wie macht man das? Erstens, man muss es verstehen, wie ihr es jetzt verstanden habt. Zweiter Punkt ist, man muss verstehen, warum das Gehirn das macht. Mit den Süßigkeiten ist es klar, damit es in dem Moment lecker schmeckt. Andere Sache ist zum Beispiel mit einer Frau ansprechen. Jemand ist schüchtern, will eine Frau ansprechen, geht hin und kriegt auf einmal den Mund nicht auf. Und sie geht vorbei und ja, hat es nicht gemacht. Warum hat das Gehirn das gemacht? Warum? Weil das Gehirn wollte vermeiden, dass man eine Abfuhr bekommt. Das Gehirn wollte einen schützen vor einer Niederlage. Deswegen hat man lieber gar nichts gesagt, hat keine Niederlage, alles ist gut. Aber wenn er die angesprochen hätte, die Frau, und das wäre vielleicht seine Traumfrau gewesen, und die hätten vielleicht geheiratet und 10 Kinder bekommen als Beispiel, und er wäre der glücklichste Mann der Welt gewesen, ja, damit hat das Gehirn aber nicht verlinkt. Das Gehirn verlinkt nur mit dem kurzen Moment, nicht abgestoßen zu werden.
Wenn man jetzt das Gehirn trainieren kann, dass man denkt, hey, diese ganzen positiven Sachen könnten hinter diesem Gespräch stecken, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und jetzt gibt es noch zwei Punkte. Der dritte Punkt jetzt, den wird keiner oder einer von 100 von euch wird diesen Punkt beachten. Einer, maximal. Wenn ihr das macht, schreibt mir in die Kommentare. Aber der Großteil wird das, was ich jetzt sage, nicht machen. Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, Rauchen ist ungesund, ja. Ihr könnt 100 Leuten sagen, Rauchen ist ungesund. 100 Leute oder 99,9 Leute werden es nicht ändern. Also diesen dritten Punkt, wenn ihr den macht, dann seid ihr wirklich gut. Wenn ihr ihn gemacht habt, dann schreibt ihn mir rein. Schreibt alles auf einen Zettel, was positiv daran ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Schokolade esst, und auf der anderen Seite, was negativ daran ist. Also positiv zum Beispiel, oh, schmeckt gut, gibt mir ein gutes Gefühl. Oh, viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und negativ, schlecht fürs Herz-Kreislauf-System, ich werde dick, ich fühle mich unwohl am Strand, ich kann mich von meinem Freund oder von meiner Freundin nicht nackig machen, ich kann dies, ich kann das. Alles, was ihr an Negativen sagt, schreibt ihr auf die andere Seite. Nur um es schon mal gesehen zu haben und um es aufgeschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess in diesem mentalen Ding. Und wenn ihr das aufgeschrieben habt, den dritten Punkt, dann kommt der vierte Punkt und der ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ihr müsst das, was das Gehirn euch vorher anders befohlen hat, müsst ihr durchbrechen, sprich löschen. Wie löscht ihr das? Indem ihr es anders macht, damit das Gehirn checkt. Moment mal, der macht ja gar nicht mehr das, was ich will. Also, wenn die Frau da ist und ihr wollt nichts sagen, dann sagt ihr einfach was. Ganz einfach, fertig, um das zu durchbrechen. Wenn ich Süßigkeiten habe und da haben mich schon öfter Menschen beobachtet und gesagt, ey, was machst du da eigentlich? Original, wenn ihr mich in Hamburg mal irgendwann so im Einkaufsladen seht so, und ich stehe da mit einer Schokolade und gucke 10 Sekunden drauf und lege sie dann wieder weg, dann denkt mal an dieses Video. Also ich zum Beispiel, ich nehme die Schokolade, ich stelle mir dann vor, wie ich sie esse, weil ich habe sie ja schon mal gegessen, also ich weiß ja, wie die schmeckt. Ich stelle mir vor, wie ich sie komplett aufesse und ich stelle mir dann vor, wie ich mich danach fühle. Weil danach fühle ich mich eigentlich ätzend, weil habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Und dann koppel ich dieses Gefühl danach, nicht dabei, danach koppel ich und dann überlege ich, was das mit mir macht, wenn ich das jetzt esse. Und dann tue ich sie weg und dann habe ich auch kein Bedürfnis mehr danach. Es ist der Wahnsinn. Man kann es koppeln, es funktioniert. Wenn ich euch zum Beispiel sage, hey, wisst ihr noch, als ihr das erste Mal verliebt wart, welchen Song habt ihr immer gehört? Und wenn ich diesen Song anmache, ihr werdet sofort in der Situation sein. Das kann mir wahrscheinlich jeder von euch bestätigen. Es muss nicht um Liebe sein, es ist irgendeine Situation. Ihr verbindet irgendwas, irgendeinen Song, zum Beispiel mit irgendeinem Ereignis. Und das ist das Gleiche mit Nahrungsmitteln und mit allen Sachen. Man verbindet es. Und wenn ich dieses schlechte Gefühl, was ich nach der Tafel Schokolade habe, verlinke und verbinde und mich darauf konzentriere, dann habe ich das und dann brauche ich es nicht mehr essen. Ganz einfach. Ihr habt vielleicht schon mal ein Nahrungsmittel gehabt, das ihr geliebt habt. Und dann habt ihr es so oft gegessen, bis ihr gekotzt habt. Und dann auf einmal ist nicht nur Positives im Gehirn geblieben, sondern eine schlechte Erfahrung. Und dann habt ihr es danach nie wieder gegessen. Vielleicht habt ihr die Erfahrung schon mal gemacht mit irgendeinem Nahrungsmittel, davon gebrochen und dann nie wieder gegessen. Das ist genau das Gleiche. Das ist easy. Und das muss man halt machen. Das sind die vier Schritte, wie ihr wirklich von dem Süßigkeitendrang wegkommt. Und ihr müsst, wie bei einem Drogenabhängigen, müsst ihr über einen längeren Zeitraum die Süßigkeiten weglassen, damit das Gehirn irgendwann checkt, okay, ich muss mich entspannen, ich kriege diesen ganzen Zucker nicht mehr. Und dann wird das Verlangen einfach viel weniger. Wenn ihr das macht, gekoppelt mit den vier Tipps, die ich vorhin gesagt habe, und mit der Verlinkung auf was Ekliges. Also ihr könnt eure Lieblingstafelschokolade mit dem schlimmsten Moment, als ihr euch so stark übergeben habt, koppeln, verlinken. Wenn ihr das schafft, wollt ihr nie wieder Süßigkeiten essen. Dann wollt ihr nie wieder Süßigkeiten essen. Das ist ja das Gute daran. Also, ich bin mal gespannt, ob ihr gerade den Punkt dreimal umsetzt. Schreibt mir rein, ich bin sehr gespannt. Ey, Sessi, vielen Dank, ey, das war so ein geiler Tipp. Natürlich mache ich das jetzt. Punkt 3, alle positiven und negativen Sachen aufschreiben, mache ich sofort, ey. Finde ich mega den Tipp. Richtig geil. So, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mir mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment, einmal abonnieren. Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag, Instagram, ein paar Fotos, Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnier-Button zu drücken, weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. 7 Tage lang, ihr bekommt jeden Tag ein neues Video. Und keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Also 7 Tage, jeden Tag ein neues Video. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Sessi.